Das Health-System wurde überarbeitet. Ist jetzt die Lag-Meta zurück oder was hier los? Außerdem, Cheater-Module wurden vorgestellt und eins zielt direkt auf Real-Money-Trader ab und auch deren Käufer. Außerdem viele kleine Änderungen wie Wipe Daily Quests und Lighthouse. Diese Themen und mehr in heutigen Tarkov News. So, hallo Leute, wie versprochen, ich habe mein Croissant gegessen, jetzt geht's weiter mit den Tarkov News. Zum einen wurde das Health-System überarbeitet und zwar in Bezug auf tote Körperteile. Davor war es so, wenn ihr tote Körperteile hattet, sagen wir, jemand hat euch beide Beine und einen rechten Arm zerschossen. Hat er euch jetzt erneut ins Bein geschossen, wurde der Schaden durch 6 geteilt, weil das sind alle anderen Körperteile, und auf alle Körperteile verteilt. Aber in dem Falle, das rechte Bein und der rechte Arm sind ja schon tot. Das heißt, die haben keinen Schaden kassiert und auch nicht weitergeleitet. Heißt im Grunde, ihr habt nicht den vollen Schaden der Kugel abgekriegt mit dem alten System. Mit dem neuen System sieht das folgendermaßen aus. Der Schaden wird durch die gesunden Körperteile dividiert. Natürlich gibt es hier noch einen Multiplier, das bei Bein ist das 1, bei Arm ist es 0,7 und beim Bauch ist es 1,5. Aber einfach so als Grundprinzip, ne? Also, das heißt, der berechnete Schaden durch die gesunden, also durch die Anzahl gesunder Körperteile. Jetzt, was bedeutet das für uns? Ihr sterbt schneller, wenn jemand mit zum Beispiel Rip Armor auf euch schießt, denn ihr kriegt jetzt mehr Schaden ab pro Kugel und je mehr Körperteile das tot sind, desto wahrscheinlicher, dass der Schaden irgendwann auf Thorax und so weiter umgeleitet wird und dann reicht halt dann ein Depper gegen den Thorax Blunt Damage kriegt und dann seid ihr tot. Also die Time to Kill wurde damit deutlich erhöht, gerade mit solcher Ammo. Aber es hat einen Sonderfall, wenn euer Thorax nämlich tot ist, fallt ihr jetzt nicht direkt um, wenn euch jemand ein Bein wegschießt. Ich sehe jetzt nicht wirklich viele Anwendungsfälle, wo das zutrifft, weil mit einem schwarzen Thorax geht man in der Regel trotzdem aus dem Raid raus. Weil wie gesagt, alles, was euren Thorax trifft, killt euch. Also, ja. Man kann generell sagen, die Time to Kill wurde erhöht und Kugeln, die halt auf Flash Damage abzielen, wurden verstärkt. Heißt, Shotguns und Rip Ammo im Grunde. Oder die großen Kaliber, die 7.62er, also M80 und sowas, wurde ebenfalls verbessert mit der Änderung. Jetzt, es klingt natürlich immer gut. Boah, die Meta hat sich verändert. Und aber ich glaube nicht, dass sich da groß was ändern wird, weil es ist halt immer noch deutlich schneller, wenn man jemanden mit, sagen wir, einer M4 mit guter Ammo durch die Rüstung einfach Spray and Pray mit einem 60er Mag den Thorax weg oder in den Kopf. Das ist immer noch die schnellste Methode, jemanden zu töten. Also ich sehe es da nicht, Leute plötzlich mit Rip-Armor rumrennen. Auch wenn es theoretisch verbessert wurde, es ist im Vergleich dazu halt immer noch unterlegen. Aber es ist trotzdem eine interessante Information und wir werden sehen, wie sich das dann einpendelt über die nächsten Wochen oder ob jemand da wirklich einen Weg findet, wie er irgendwelche Rip-Armor zu einer neuen Meta machen kann. Vielleicht mit einer Vector, da könnte ich es mir vorstellen. Dann, Nikita hat ein paar Anti-Cheat-Module vorgestellt und eins der Module ist ziemlich interessant. Denn eins von den Modulen ist wirklich gegen Real Money Trader gerichtet. Und zwar, was es macht, es lockt, welche Items ihr in Raid nehmt, was ihr mit den Items macht, wer die aufhebt, was ihr auf dem Flea Market verkauft, für welche Preise und so weiter, wer das kauft und so fort. Das heißt im Grunde, wenn ihr jetzt Nutzer seid von solchen Services, die für Echtgeld Items verkaufen, dann erstmal Schande über euer Haupt, aber zum anderen auch, jetzt werdet ihr dabei erwischt. Ah, das ist schön. Ah, das freut mich echt. Also so wie das klingt, klar, er hat jetzt nicht alles preisgegeben, verständlicherweise, aber so wie das klingt, wird da wirklich gelockt, wer mit wem was gehandelt hat. Und wenn das System dann rausfindet, okay, das ist ein Cheater, dann geht das rückwirkend gucken, was hat der Typ so gekauft, mit wem. Und wenn da öfter ein Handel eingegangen wurde mit einer bestimmten Person, dann wird davon ausgegangen, dass das ein Kunde ist von so einem Service. Und dann tschüss. Jetzt, wie weit das Modul ist, wann oder ob das sogar schon läuft oder so, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall
Da kommt was in die Richtung. Ich freue mich riesig. Das sollte das größte Cheater-Problem in Tarkov deutlich reduzieren, denn dieses für Echtgeld Sachen kaufen im Spiel ist die Quelle von vielen Cheats. Und wenn das wegfällt, freue ich mich umso mehr. Und wenn dabei die Leute, die sowas nutzen, auch direkt wegfallen, umso besser. Dann, Nikita hat bereits angekündigt, dass es ein VoIP geben wird in Tarkov. Jetzt da gibt es ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Also ich freue mich auf jeden Fall schon, dass jedes Mal, wenn ich gekillt würde, mir dann so ein 12-Jähriger sagt, wie er meine Mama gebankt hat. Da freue ich mich wirklich riesig drauf. Ach, ich mache nur Spaß. Also er hat auch gesagt, man kann das muten. Heißt, das wird wahrscheinlich das Erste sein, was ich mache. Gar kein Bock. Aber mal schauen. Eventuell, ich meine, Tarkov hat ein bisschen von der Community her ein bisschen erwachsenere Leute. Heißt, eventuell bleibt das halbwegs zivilisiert. Ich hoffe es zumindest, dass es da nicht so wird, dass die Leute sich gegenseitig nur noch Beleidigungen überall reinschreien oder halt einander provozieren. Wir werden sehen, wenn das dann kommt. Ist noch unsicher. Dann hat Nikita auch gesagt, dass Daily Quest etwas ist, was sie implementieren wollen. Finde ich auch super. Die werden zufällig generiert, heißt, ihr kriegt dann irgendeine Mission, keine Ahnung, töte 10 Scavs auf Customs mit einem Bolt Action Rifle oder keine Ahnung. Dafür kriegt ihr dann Geld, Erfahrung und Items. Keine Trader Level, das wollen sie nicht, weil sonst, ja, sonst macht man aber die Daily Missions und muss die anderen Quests nicht mehr machen, verständlicherweise. Das sollte dann auch den Leuten weiterhin Konten bieten, die halt schon alles durch haben. Wann das kommt, wissen wir nicht. Aber sie arbeiten aktuell an unglaublich vielen Sachen parallel, also ist echt spannend, was da gerade abgeht. Dann Lighthouse. Es scheint so, dass Lighthouse noch dieses Jahr kommen wird, aber in Etappen. Also da wird nicht direkt alles auf einen Schlag released, sondern das kommt dann Stück für Stück. Von der Größe her hat er gesagt, es ist etwa das alte Shoreline vor der Extension und da ist halt dann noch so ein, naja, ein Lighthouse halt, ein Leuchtturm auf der Karte. Da sollen mehrere Bosse drauf sein und einen ziemlich gut bewachten oder sogar abgesperrten Bereich. Wir wissen da noch nicht allzu viel. Ich glaube, nicht mal Bilder haben sie gezeigt. Aber da kommt auf jeden Fall was. Und so wie das klingt, wirklich noch dieses Jahr. Also echt cool. Mal schauen. Also Street of Tarkov arbeiten sie auch noch. Und da soll dann mit Street of Tarkov, sollen die das, also wollen die das tatsächlich dann Open World machen? Und das soll wohl frühestens nächsten Sommer kommen. Also da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Aber ja, auf jeden Fall richtig viele Sachen, die gerade abgehen und interessante Sachen, super, wirklich. Normalerweise bin ich sehr kritisch gegenüber BSG, weil ich finde, sie haben viel gemacht, was ein bisschen da, sagen wir, unglücklich koordiniert war. Aber jetzt aktuell die Richtung, die sie einschlagen mit den Änderungen beim Loot, dass sie wirklich gezielt das, die Quelle des Cheater-Problems angehen und nicht einfach stumpf weiter Leute bannen. Weil da kam halt auch oft der Vorwurf, ja, ihr macht das nur, weil die kaufen dann euer Spiel wieder, da verdient ihr Geld, dass sie das nicht weitermachen, ey, Respekt, super, wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen, sonst mit Daily Quests und vieles anderes, es sind Dinge, irgendwie habe ich so das Gefühl, aktuell, wer auch immer die Fäden da zieht, hat ein super Verständnis vom Spiel und versteht auch, was das Spiel ausmacht, also ich bin wirklich begeistert und ich hoffe, da kommt noch viel mehr in die Richtung. Aber das war's mit der aktuellen News. Wie immer, lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr von der ganzen Sache denkt. Außerdem, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, heute Morgen kam ein Channel-Update. Da wollte ich einmal ein bisschen informieren, wie es weitergeht mit dem Channel auf Twitch und so weiter. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt es euch an, denn euer Feedback ist gefragt. Und jo. Da wie immer, falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert für mehr. Und dann sehe ich euch im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Schönes Wochenende.